So, spielen wir GTA weiter. GTA. Jetzt haben wir nachts 12, mal gucken. Geht jetzt das Klomp von Einbrechen? Oder muss ich da irgendwo hinfahren? Hallo, wir haben nach 12, es muss doch gehen. Ja, kaum ist noch jeder Weg steht. Ich bin noch im Boxen. Das verstehe ich nicht ganz. Gleich mal Internet gucken. Ja, das ist so ein Auftrag. Bitch! In the pen, we play strip football. It's the best you got? It's gonna be easy, bitch! If I hadn't seen it with my it's own eyes... It's your funeral, asshole! Get out of my way! Oh! I like to share too, thank you! Glaubst du dir, hä? Ich hab's so schlage. So, cool, Messer her. You don't need it now. Bist du eine von uns? Digga, du hast eine Waffe. Ah, you're so kind. Du hast eine Waffe, egal ob das eine von mir war. Prostituierte, da hast du bestimmt Geld. Oh, now it's like that? Hast du Geld? Ja, boah, jede Menge, Alter. Über 400-500 hatte ich. Danke, boah. Hatte ich viele Dollars, Kid. Die Hure. Da drüben mit der Hure, da drüben da. Oh, what's up, man? We got a 1037. That's very kind of you. Hey, pass that bullet. Get me a happy phone. Watch yourself, dude. I ain't got time for your bullshit, dude. What is that? Guck mal, da läuft auch nochmal ein. Ich muss die 4000 Leute killen für einen Blink. Boah, das ist auch Geld. Da hab ich noch Geld, komm her. Boah, da laufen nochmal so eine Schlampe, komm her. So, zack. Ja, komm. Tu es wiederbeleben. Dann kann ich es noch mal umbringen. Oh, what up, man? Where the hell am I? It better pick up around here soon. So.
scheiß Bullen. Looking to get beat down, chump. Ja. Und kann ich auch hin. Was kann ich dafür, wo in ihrem Weg steht? Affen. Komm doch ein paar Tagen. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway, punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, come. I got to go scoop her up. All right, then. Come on. Was kannst du Pause machen? iPad ist gleich leer. Thank you.
So, weiter geht's. Ich hab das iPad eingestickt. So. Oh. Doch liegen, du Scheißkran. Hallo. Scheißdreck. So. Scheiß Kabel bleibt doch drin. Scheiß Ableton-Kabel. Stimmt ja nur, oh. Ah, why do we show up often? Paint spray, paint spray. No reason. Sind die Buren noch vor Paint Spray rumgammeln hier? Oh yeah. Hier verhaftet werden, hallo, ich verschwinde doch. Da rein. Yeah, me and her go way back, way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cut. Also, hast du es dir nicht für die Standard-Version vorbestellt? Und? Also, hast die Spezialversion, wo der Sender drauf ist, für fast 80. Also Amazon jetzt 80 kosten. 75. Ja, okay, dann war's, weil sonst hätte ich, wenn ich haben wollen hätte, hätte ich halt, natürlich hätte ich es heute gewusst, heute war sie da, aber mit auf Donnerstag soll es auch kommen. Hätte ich halt kurz vorher gesagt, ihr wollt es heute bei Amazon bestellen. Jo, oder das ist, wie gesagt, so ein, die Spezialedition, wo ihr gesagt habt, ja, wo ein, zwei der Bonusautos mit drin sind und irgendein extra Ding, ja, Modi, was es nur auf dem gibt, ja. Ja, nimmst du eine Welt. Jetzt nehmen sie schon die Spezial-Edition statt die normale. Haben ja letztens gedacht, es gibt ja drei, ja, gibt es mit Standard und groß drauf, und dann noch eine, ja, die Legende Edition für 80, 75, ja, dann ist es jetzt 80, jo. Dann gibt es die normale mit Vettel drauf, ne, dann gibt es noch mal eine, mal gucken. Ah, ich muss Pause machen, fahren die Bäume, ich da wieder kommen, ja, Senat und Prost, der, ja, ist da drauf, ja, der, wie ist der mal heute? Ja, morgen, laut Amazon. Dieser Artikel erscheint am 25. Kann das sein, natürlich, weil es vorbestellt, dass du es bei Amazon früher kriegst, ja. Hat das auch vorbestellt, dass, kann auch sein, dass du es früher kriegst. Wie der öffentliche. Ja, bei der Normalversion ist Vettel und Hamilton drauf. Nee, das ist die Jubiläum Edition. Ja, Senat und Prost, die gelbe. Ja, das ist die Legende Edition, das ist die größte, jo. Ja, laut Amazon da morgen. Ja, noch viel mehr als April, im Mai, wenn du sagst, letzten Monat.
Ja, laut Amazon morgen, aber natürlich kannst du dann Amazon bekommst früher wie andere. Ja. Sie auf offizieller Ding, weil bei einigen Spielen auch so, wo Amazon ist, Amazon bestellt das, ja, stimmt, Resident Evil 2 war das, ja, ich hab's über Mediamarkt und Leute haben das schon freitags gestreamt. Oh Gott, sag mir auf, mich anzuschieben, du scheiß Auto. Ja, ich schieb lieber an und Bullen kommen auf mich. Ja, kam das Resi halt, haben es heute schon Mittwoch und Donnerstag gestreamt und ich hatte es erst so wie wir dies, weil die es vorbestellt hatten, hatten die es erst montags, ja, und ich habe das erst ich hatte es montags, Montag und Dienstag, ja, Montag hat kurz gesagt, kam es nicht, erst mittwochs den Putzer bekommen, ja. Also und meist Leute haben es auf Amazon vorbestellt, ja, und hatten es schon Dienstag oder Mittwoch auf ihrem Kanal gestreamt, also fast eine Woche vor mir. Also ich weiß ja nicht, ob 25. dass es auf Amazon steht, ob das halt 25, die am 5, du am 25. per Post erhältst, weil du es vorbestellt hast oder ob es auch am Dienstag, wenn, ja, am Dienstag auch schon bei Mediamarkt wäre, wenn ich ja, dahinter gehe. Oder ob das halt der Vorbestellung, ja, weil beim Store ist ja auch oft, das steht auch unten dran, wie zum Beispiel euer Farming, ja, hätte es am irgendein Store vorbestellt, statt bei Amazon, der Tommy, ja, hätte es auch zwei, drei Tage früher spielen können, wie es eigentlich im Laden gewesen wäre. Ja, ich meine nur, ja, Vorbestellungen haben, kriegen es meistens früher zugeschickt wie im Laden. Da muss ich ja nicht hinfahren, wenn wir fahren, jetzt haben wir noch einen Platten. Gehst du diese Woche zu deiner Mutter? Ah, da ist wieder ein Bulle. Ja, nur so eine Frage, sind euch Pech gehabt, den einen Schengen geskriezt. Natürlich. Ja, bin ich kein Drecksack, geh auch nicht. Willst du natürlich gegen kaufen, meine ich, der Bulle haben? Ob du. Also abkaufmäßig meine ich, Red Bull haben will. Oh, jetzt brenn ich gleich. Red Bull haben willst. Der Dosen. Ja, ich sage, verschenke du diesen Sack, du bist gießet. Okay. Ja, wenn ich da bin, selbst bin ich halt zu Thomas oder sonst was. Ja, halt. Die doofe Putzfrau hat mir statt die Blauen, boah, also die Blauen beim Lidl hat sie mir Scheiße Bull dahin. Ich bin nochmal zurückgefahren und ich werde jetzt vorgehen und meine Endstreet-Dosen holen. Ja, natürlich verstand auch falsch, aber die hat nicht aufs Etikett geklotzt, ja, weil da ja immer die roten und die blauen stehen. Ja, und die blaue, wie ich in der Küche dann vorgestern gesehen habe, gestern wollte ich schon fragen. Ja, wie ich dann am Freitag gesehen habe, wo ich Küche das blaue Sofen, wo ich drauf, Spaß nicht, ja, bäh, Red Bull, das sehe ich, so sehe, das kann ich am Zusaufen, aber ja, jetzt. 5 Dosen auf Vollmond. Ja. Ich, boah, nicht der Bata, hab auch nicht an der Kasse nochmal eine Wagen geklutzt, was ein Scheiß die da reingestellt hat. Die Roten haben gestimmt. Aber blaue, mal sehen, wie sagt euer Red Bull, ey, bist du 7, 8 Euro bei 3 Dosen rum.
Remember that name. Ich glaube, 2,50. Kenn ich besser aus. Ich glaube, 2,50 kostet so scheiß Dos. Ja. We gotta stick with him. Lidl war's, yo. Man, I'm done. Okay, ja, sind trotzdem von 2 Euro, jo. Wenn es eine Tankstelle, was weiß ich, was 3 Euro kostet. Ich hätte umgekehrt gedacht, ich dachte fast 3 Euro im Laden. Dann wollte ich aber sagen, ne. Das ist teurer wie Cola und das ist teurer wie mein Tee. Und mein Tee kostet schon 1,50. Das war, aus Angebot, das weiß ich gar nicht, ja. So was die Sau war nur 2 Euro, jo. Ich habe irgendwo meine Jacke noch. Ich habe irgendwo noch meine scheiß Jacke in Kassenzelle, jo. Hey, kostet meins 40 Cent da, das eine von die Leute, und dem Sinn kriege ich dann mindestens 5. Wo ich gerade eine Red Bull Dose habe. Und die haben mir 3 da reingepackt. Ich habe vorher, jetzt hatte ich will eine ganze Palette. Ja, noch was nehme ich hier ohne jetzt eine ganze Palette blau und eine ganze Palette rot. Aber ich hatte noch nie dabei gehabt. Ja, dann hätte ich eine Palette, scheiß Palette Red Bull, ja danke. Und ich kenne bloß 2 die Sofa, das bist du in der Link. Also der Link wird schenkt dann, ja, da kann man ja Schuhe auf Pumpe. Dafür. Dafür, dass er mich behandelt wie Luft, ja danke. Wenn ich morgen Internet scheiße habe, könnte ich 3 Monate ohne Internet spielen. Aber Ralf Bodele, danke der Kleinhof, ja danke. Der Affe zicht. Ja, ich weiß, ich saß ja neben, wo du mit den Zettel und der Nase kalt hast. Nächsten Tag, und nächsten Tag geht er mit. Also da, wo halt dein scheiß Internet da abgestellt wurde. Ich warte schon seit 3 Jahren, dass der Arschloch mir endlich neues Haushilfen anschließt. Oder fast 3 Jahre. Aber zur Schubskanne Silvester noch, Dackel. Bleibt das sogar über Nacht? Ist halt so echt wichtig. Nö, bleibt über Nacht. Ich schaff 2 Tage ohne zocken. Sag ja für seine Freunde, hört auf mit zocken. So wie, sag immer noch Sonntag, wo es am Montag ist, oder kann ich das rechnen? Sonntag, Hä? Ey, wie, das war so eine, okay. What's your problem? Das wäre es ja, wo der Schwester damit klarkommt, dass sie so viel Spiel, ja, ich sage ja Pech geht. Drei, viele Spieler, also bedanke dich bei deinem Bruder. Ja, ist so, das und ich hab Bock drauf, ja. Aber siehst du, ja, links sagt das und das, ja. Los sagst du, ja, was war? Macht der Hetze los, warum? Hey, wie los hat vorher sein ist. Ja, ich muss Schätze lernen rufen. Da oben ist nicht pünktlich. Und sagen wir nur die 2 Minuten später, weil der Kampf noch länger gedauert hat. Hat es mir um 3 Minuten vor 8 gesagt, ich habe extra auf dem iPad geguckt, 1-2 Minuten vor 8 hat er mich vom Headset weggemacht. Okay, er war auch im Wissenmaß, ist bei dem wirklich pünktlich. Dann war volle Stunde wieder am Headset dran, hat er ruhig nur eine, vielleicht 10 Minuten, volle Stunde mit der geschwitzt. Aber es geht ums Prinzip. Und bei uns und bei euch und das und sonst was pünktlich. Ja, das kennt der, das kann der Link nicht. Aber bei der? Scheißegal. Und ich hab's noch nicht mal live erlebt. Also so gesehen, ich saß noch nicht bei ihm. Ich kenn's bloß, ja, das, ja, ich so zuerst, da schon zuerst, ja. Okay, guck, weiß nicht, danke, ja, verzeih, sonst sie sagen, viele Cheats schon.
Okay. Ja, das meine ich halt. Ich werde mir ehrlich gesagt, wie jetzt, wenn ich GTA die ganze Zeit spielen will. Ich habe keinen Bock, oder natürlich, wie gesagt, ja, weil ich kenn's nicht, oder heißt nicht, aber ich zitter den Bus, ja, Bus so voll um mich ab, ja, dann passt das auch. Ich fahre nicht ungern in diese Sicht, und ich putze Auto, so komme ich fast ungeschwitzt im Laden an, laufe ich da runter und ich fahre einen scheiß Bus, boah, da läuft mir der Subway, wie ob ich eine Donau gehupft wäre. Aber dann stehe ich dazu, ich sage, ja, ich muss eh, wie ich jetzt wieder diese Woche zu meiner Mutter Zeug holen. Also, warum soll ich zweimal scheiß Böschen fahren? Ja, so. Weiß ich, wie das Montag, ja. Morgen hat es einen Arzttermin, da ist er auch nicht da, auch nicht, ja. So sage ich Freitag zu meiner Mutter, ja. Also, dann ist halt ein Wasch, aber dann erkläre ich auch, warum ich sage, ja, für mich Geldverschwendung 8 Euro da, jetzt den so einen Scheißdreck da, natürlich, versteht zocken. Ja, aber hier ist er nicht süchtig, ja, so. Warum soll ich da jetzt zweimal fahren? Aber dann gibt mir auch, wie du wieder angerufen hast, wegen Wäsche waschen. Ja, dass du halt da mein Zeug später bringst, eine Stunde, zwei, warst du dann noch da, ja. Hat das gepasst? Ja, meine ich damit. Ja, jetzt, wenn ich sage, ich gehe zu Donuts oder Freitag oder Samstag, je nach Wetter, natürlich pisst halt der Fall nicht auf. Eh zur Mutter fahren, warum soll ich zweimal da mir die scheiß Züge scheiße reinpfeifen? Aber dann hat das was mit Hitze und Blabla zu tun, habe ich auch gesagt, bei dem ist es Faulheit. Und dann nehmen wir auch für mich die Zeit zu jedem 90% nein, außer es liegt jemand im Sterben, ja, ist immer was anderes. Aber ich sage dann zu jedem, nö, es pisst, ich gehe nicht raus, gehe ich ja nicht mal für mich selber zum Einkaufen. Da hungere ich ja 3 Tage, wenn es 3 Tage pisst, ja, und ich weiß, Mittwoch kommt die Putzfrau, dann esse ich ja 3 Tage nichts, Pech geht. Oh, ich bestelle mir was, ich bestelle mir ein paar Pizza, muss ich mir zur Tür tacken. Aber der, wie ich schon sage, ist bei Schub so, ja, da geht der Zippen, oder für euch eine Waschmaschine irgendwo sonst wohin, hinbeige, aber mir nicht mein Haustelefon seit, sag ich, irgendwann 17 rum anzuschießen. Aber es setzt mich, als Nummer 1 und das ist, was mich anpisst. Die einfach nur sagen, jo, ich bin einfach, pst. Aber ich sag doch nicht, Ralf finde ich cooler wie Thomas, aber Ralf fragt das, nö, ja. Und bei Thomas, und dann höre ich von Thomas oder sonst was, Thomas hatte nur einen Furz quer sitzen. Ja, aber zu dem fährt er. Aha. Und wir reden ja wirklich, warum ich was hier sage, warum ich mich aufrege. Wir reden seit etlichen Jahren. Mir ist das nur ein, zweimal vorgekommen, den ich ja gar nicht erwähnt. Aber wenn du wirklich 3 Wochen wie Scheiße behandeln musst, ich will was verzählen, Ralf ruft an, er ist ja nicht persönlich nicht, er geht hin und unterbricht mein Geschwätz. Ich will aber gerade verzählen, weil ich meine Mutter im Sterben krankhaus liegt. Ich will anfangen, Ralf ruft an, er geht hin. Ich will, nachdem wir dir telefoniert haben, weiter das verziehen. Was ist? Martine ruft dann. Er geht hin. Es sind nicht alles böse gemeint, aber so kannst du den ganzen Tag verziehen. Ich will was verziehen. Was ist? Er steht auf, geht aufs Klo. Darf ich natürlich, aber ich will weiter verziehen. Wir kommen zurück. Was ist? Immer war jetzt seit April. Seine Freundin ruft dann. Er geht hin. Du hast wirklich, wenn ich jetzt mit dir 3 Stunden Party wäre, 50 Mal, habe ich jetzt mit dir gar nicht gehört. Servus Schatz, ja, ich liebe dich auch. Ja, Schatz, freue mich, wenn du wieder kommst. Ja, Schatz, bla bla bla. Hey, da kriegst du. Sag ich mir auch, wie heißt die überhaupt? Heißt die Schatz? Und dann wird sie sich wundern, wenn sie da will, sagen, jo, servus Schatz. Ja, ist ja nicht doch jeder Schatz. Nee, trage einen Sack. Ja, ist doch so, ey. Ja, das, ja, ach, Drage, ja, ihr Drache vorher schon. Ja. Und zu ist, was ist es? Und so irgendwie wissen, was ist es? Ob der auf dem Handy da am Anfang der Prüfung? Ja. Ich auch da war, nimmst du ich dich zwei oder dreimal, ja. Ich glaube, ja, zwei Mal mit Martina und ein, zwei Mal allein. Ich sehe, ja, die ganze Zeit Handy in der Hand, bla bla, nicht gezogen, will sich schon durch 5-6 Stunden Strom. Da muss ich das nicht, wo man über 10.000 Kilowattstunden hat. Ja, will sich schon sonst dann. Ich sag mal, früher stünde ich kurz draußen scheißen bin, weil ich auch jetzt nicht extra aus, weil es nicht steht, aber der geht halbe Tag schon, ja, also, ja. Auf jeden Fall. Ja, hat Handy in die Hand. Ja, und die ganze Zeit bimmeln. Wo denkst du, er schafft die überhaupt was?
Ja, babbel da gleich rein, wie zu der Tour sagen die. Ja, ein Ralf. Nimmst du ich? Ich brauche gar nichts sagen. Ja, so. In Ralf. Jo. Wie war es mittags um 12 Uhr was? Sag doch so, babbel das ja auch vor sich. Der kann warten, ja, das heute Abend um 18, 19 Uhr. Da kann ich auch Martina fragen, ja, so. Ja, wo Peter was hier mit den Fans wollte. Da am ersten zwei Tagen habe ich auch nichts gehört, weil mich kenne ich mir ehrlich. Ja, aber auch nur nimmt das sein Handy in die Hand, ja, löscht die Anrufe, ja, und bla bla. Und dann, wenn du kommst, zu zeigen, ja, guck, steht nichts. Ja. Und aber die einen, zwei Tage, wo ich ruhig gesagt habe, ja, natürlich, wenn ich da im Wohnzimmer bin und da hat er ruhig nur so ein, jetzt hat er wegen seiner Freundin einen anderen Ton drin, aber bis zu er seine Freundin gesehen hat, war das so, dass der nur so ein, oder auch da, wo ihr Mediamarkt wolltet, ja, so seid, da das Ding kaufen. Hat auch ruhig gepennt, ja, so. Der hat nur so ein, da habe ich es auch nicht gehört, und wie gesagt, jetzt wo ich mit dir rede, die das Handy nicht hören, ja, das ist nur so ein, war nur so ein Vibrationsscheißtrick. Der hatte keine normale Klone, wie du, weil ich so ein Vogelpfeifen und der hat nur so Vibrationsscheißton gehabt. Und deswegen, wir haben Zocken nicht hörst, ist irgendwo verständlich. Also ich habe es oft auch nicht gehört. Musste genau konzentriert dahin glotzen. Da habe ich gesagt, oh, guck mal, Waldruf dann. Aha, okay. Also ja, okay, nicht Pause machen und jetzt, ja, okay, komm, du verstehst, ja, so ohne noch Sendespiele. Aber sag, wo ist denn vorhin an, wie letztens, wo ein paar Hoch da war? Hörst du dann auf mein Video? Ja, lügt doch. Wieso blockt es nicht? Aber gleichzeitig hörst du, ja, Schatzi, ruf dich gleich an, ich bin noch mit einem guten Freund, der mit der sagt, ein guter Freund, nicht mal Kumpel. Ja, spiel ich nur noch den Kampf zu Ende. Ja, zwei Stunden später hörst du wieder irgendwas reinpappen. Aber gleichzeitig, ich habe auch beide Hände am Joystick. Wie soll ich gleichzeitig da auf dem Handy reinpappen? Sagen, ja, ich hab gegen dich nur vom 1 verloren, weil ich musste ja Handy reinpappen. Ausrede hoch 10. Hat er auch drei Hände. Sollen wir mal vormachen. Wir können gleichzeitig reinpappen, aber gleichzeitig beim Catchen blocken. Das geht nicht. Doch aus einer Hand muss ich den Charakter lenken und mit einer Hand muss ich blocken. Aber du hörst eine Party, wie er das so tust sagt, dass er gleich anruft. Also konnte er nicht gescheit blocken, weil er da reingebabbelt hat. Aber es hätte bei dir Gwies gemacht, wenn du beim Call of Duty schießen, da anrufst oder schweigen das reinbabbelst, hätte Gwies dich gleich geantwortet, außer er ist vielleicht gerade gestorben. Oder wie ich jetzt bei GTA D aussagen, ja, ich speichere gleich in 20 Minuten, dann kann ich in WhatsApp reinpappen. Natürlich, dann nehme ich auch Zeit dafür. Aber jetzt, wo ich mit dem Auftrag bin, ja nee, wenn ich 15 Pause machen, erst recht, wenn man vielleicht noch online spielt, wie Fußball vor Mainz. Wenn du eine Pause machst, ja, bist du draußen oder hast du das Spiel verkackt. Und dann, wenn dann noch so Wochenend-Champions machst, wo der gegen andere Spieler spielt, wer meistens gewinnt, kriegt die und die, sagen wir, vor Mainz ein besonderes Auto, ja. Da will mir natürlich nicht verlieren. Ja, so wie Rega halt bei dem Parkgedönsting, ja. Aber wie gesagt, ich bin halt dann zu jedem so. Aber nicht ja, zu dem bin ich so. Und wenn die, wie ich schon zu Martina gesagt habe, ja, ihr Schatz, der anruft, ja, haut mittendrin auf Call of Duty ab. Hab ich ja gesehen, so, ja, letzte Woche Sonntag war es. Also auch montags morgens. 45 war er on. 45 war er on. Ja, hat er Call of Duty gespielt. Call of Duty war, glaube ich, so ein. England gibt es, glaube ich. War glaube ich, London. Ja, war London. Ja. Und mittendrin, schubs, war er weg. Er hätte, so schnell kann er gar nicht weg sein. Mindestens, wenn er die Runde zu Ende gespielt hätte, steht mindestens noch Lobby und Party dran für 2 Sekunden. Da ich ja auf seinem Profil war, auf seinem Namen, habe ich ja gesehen, was er spielt. Und wie jetzt, ich gleich, ich will jetzt Power drücken und zack, wäre ich offline.
Also, die zumindest noch sehen, natürlich. Sag auch, mach ich, ich bin nicht Ben, geh gleich auf Power aus. Aber bei Call of Duty hätte ich noch wenigstens Party oder Lobby gesehen. Weil sonst kriegt ihr, wenn du nicht in der Party Lobby bist, kriegt ihr ja die Endpunkte nicht, wenn das Spiel zu Ende ist. Aber da England dran stand und schwupps, war kurz nach 6 weg. Ja, also. Weißt du, seine Freundin kam, hat ausgemacht, hat nicht mehr die Runde zu Ende gespielt. Chinga tu madre, pendejo. Man, das ist wie Shadira, der, was ich ihm alles meint. Hier geht er während der Runde hin und bla und dit oder macht auf, ja, und ich und du. Ich auf jeden Fall, sage ich meistens, wenn ich jetzt klingen gehe, da kann ich noch eine rauchen. Kommt aber Peter, kommt Schubs, ja, dann macht er die Runde aus. Nicht wie mir, Tür kurz auf, ganz schnell wieder zurückrennen und bei der Call of Duty. Nee, kam die Schubs rein und kam dit, ja. Scheiße, ich glaube, jetzt geht ja auch spielen, Dieter. Ich bin jetzt gerade mit dem Auftrag, Spiel beenden, Arsch lecken. Egal, ob ich schon 20. Mal, wie ich ja vor bei einem Motorrad, das 20. Mal das versucht habe. Das ich ja vorher geschafft habe, ja. Habe ich auch schon sagen, bin schon glaube 10 Mal verreckt. Oh, ja. Ja, schieß drauf. Oh. Läuft ja oder was? Und so, ja, und so meine ich halt. Und das ist aber was ein anderes. Oder bei Petra, ja, spielt er dann extra, weil dies will wie. Ja. Wie viel so coole Lachfilme hat er? Ja. So was wie Fuck You Good oder Dit und Dit. Wo ist der Zigeuner? Hallo? Ah, da läuft er, da ist der Pfeil. Da ist er. Komm her. Ich geh. Da rennt er, komm. Arschloch. Okay. Ja, scheiß Bulle, Mann. Wieso das sei nicht wollte, weil ich jetzt. Also, Update meine ich, wieso das nicht wollte, weil ich jetzt. Wann ist das gewesen? Diese Woche oder was? Hm? Wann ist das gewesen? Diese Woche? So lange schon. Ja, da war ich auch beim. Da war ich auch dienstags, Mittwoch. Da war ich als Feiertag war, ja, der war doch am Familien. Nach Martinas Geburtstag und in der ersten Woche. Ja, da ist das scheiß Auto, wo ich bleib stehen. Ja, an dem Feiertag war ich. Anfang Juni war ich oben, jo. Jetzt meine Mutter. Ja, danke, du Zipfel. Verfahr mich halt. Core, homie.
Also nicht der, nicht der, 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 diese Woche, was ist diese Woche? Ja, stimmt, diese Woche, ja, Donnerstag oder so, wegen der, weil nur vor, erst gefallen, das Game ist der geholt hat. Nicht der, sondern der, der, der davor, ja. Ist nicht schon wieder abgehoben. Oh Gott sei Dank. Aber so ist es, sie muss halt immer den Schuhfeger umgefragen. Die reif auch sagen, die dich anderes sagt, ja. Hab mal wenigstens Schuss, Herr Ruhe. Mich fragt's ja nicht. Ich kann ja gehen bis alle runterladen, das Blitz hätte ich jetzt nicht gewusst, aber fast gibt's schlaue Internet. Ja, ich habe ein bisschen schnau, wenn es 6 Stunden gedauert hat, habe ich gebraucht zum Einstellen, ja, die Vierer, aber ja. Pff. Jetzt rein hingekriegt, also Arschlecken. Gut, dafür Keuling oder sonst ein Depp. Ah ja, ich hab die scheiß Dinge nicht anbekommen. Auf dem 3er und auf dem 2er gab es diesen großen Knopf. Und da ist es dieses mitten bei der Probe, wie Martina ist mitten bei dem scheiß Leuchtscheißdeck. Ja, wer kommt auch darauf? Da mitten in die kleine Lüge dazu zu drucken. Auf so lange Streife. Da tut doch noch was, kein normaler Mensch, ne? Scheiß Klumpter. Muss ja nach vom Einzeitigs rum den scheiß Auftrag versuchen, ey. Aber so ist er halt. Wie lange hast du? So glaube ich. Eine, okay. Hm? Ach so. Oh, dann haben wir aufgetascht.